herzlich willkommen zur nächsten Outlast-Episode hier auf Weeble Games for You. Ich bin Soivo, aka 8-Finger-Joe. Ich denke, heute wird es besonders lustig. Es ist nämlich stockduster hier. Es ist spät in der Nacht, würde ich noch nicht sagen, aber schon sehr spät. Und mal gucken, was abgeht. So geht's nicht auf, okay? I'm not a patient. Sound executive, just like him. Like Trigger. He got a treatment. He's still alive. Killed the Cernicky snipers. He worked too well. They couldn't control it. And you can't control it. Nobody! He'll find you! He'll kill you! He's coming now! Trigger! Okay. Trigger! Let me study the beast! Weil wollte ich dem doch nur ein bisschen zugucken, was er da für tolle Sachen erzählt. Okay, also müssen wir da irgendwie wegkommen, damit er uns nicht tötet. Der Gute. Habe ich verstanden. Auch lustig, der hätte uns da auch gleich töten können. Oder nicht? Das ist zu, ne, geil. Nicht hier falsch. He's still alive. Killed the Cernicky snipers. Super. Wo soll ich denn hin, verdammte Scheiße? They couldn't control it. And you can't control it. Nobody! He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Trigger! Okay. Lord, you want a little attention? Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Wir rennen jetzt mal hier rein. Ich weiß nicht genau, ob ich vor Ende hätte sollen. Funktioniert das nicht? Okay, für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Da geht's nicht rein. Da oben. Okay, ab rauf da. Oh Mann. Wo geht's jetzt rum, ist die Frage. Hier wohl nicht. Holy shit, ey. Das ist zu, nehme ich an. Ja, gut. Wissen wir das auch? Das heißt, wir müssen hier rum. Oh, buddy. What are you trying to do? Fuck. Hätte er uns beinahe gesehen, ey. Ah, hier soll man sich verstecken. Okay. Frage ist, will ich das? Ich weiß nicht so genau, wo ich jetzt hin soll, ehrlich gesagt. Lebst du noch, oder? Hm.
Das geht hier ab zur Hölle. Bist du für einer? Wir stecken uns vor, nicht, dass der jetzt kommt, weil der rumschreit. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Der ist er auch schon. Der ist ein bisschen ganz schön gagag, der Kerl, der uns die Finger abgeschnitten hat. Komme ich nicht so ganz drauf klar, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was wir hier machen sollen und wo wir hin müssen und gar nichts weiß ich eigentlich. Ich weiß nur, dass ich oh, da guckt er unter ein Bett. Ja, einfach mal hier rum. Da geht's wohl nicht weiter. Das geht auch nicht auf. Super. Einfach ja nur der andere Raum. Denke ich. Wieder. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hab mich bestimmt gesehen. Oh, hallo. Da sind wir wohl im Arsch. Geht die Tür auf? Die geht auf. Reicht uns aber nicht. Wir sind tot. Scheiße, ey, was für ein Dreck. Aber ich denke, hier hätten wir hinten müssen, wenn die Tür aufsteht. Dann muss ich jetzt einfach mal. Hä? Oh, Mann. Was eine Rotze. Selbe Spiel nochmal, würde ich sagen. Okay, wir starten aber woanders diesmal. Also starten wir da, wo wir runtergehüpft sind. Da sind wir. Oh, oh. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Hey, nobody likes a quitter. Was geht hier ab? Da ist er. Wer da rummacht, Alter? Was ein verrücktes Viech. Gehst du nur zu? Da sitzt ein Pump. Okay, ich bin hier irgendwie ein bisschen eingefangen. Das geht ja ab, verdammt. Verstecken, hoffentlich klappt das. Bin ich auch noch falsch rum. Okay, vielleicht findet er uns. Will ich nicht mit dir helfen? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, wir haben uns fürs erste verstecken können. Jetzt guckt er unter dem falschen Bett natürlich, Gott sei Dank. Holy shit, ist der abgedreht. Ich hasse den. Der ist mir ein bisschen zu gaga. Bringt mir aber jetzt auch nichts, wenn ich hier unter dem Bett rausgehe. Ich hoffe einfach, dass er mich findet. Hat er denn seinen Schrumpel hintern jedes Mal, ey? Bin ich hier richtig? Wo geht es denn hier irgendwo hin? Hier irgendwo hin kann. Das heißt, hier mussten wir ja dann doch nicht hin. Ist kein Loch irgendwie oder nach oben geht's auch nicht. Bisschen strange. Ich habe eigentlich echt gedacht, dass es hier weitergeht.
Okay. Wenn dem nicht so ist, können wir es nicht ändern. Okay, da war der gerade. Du Wichser hast mich eben beinahe verraten. Stecken wir uns erstmal hier drunter. Wird er bestimmt gleich ankommen. Da drüben könnte eine Tür sein, wo wir rein können. Bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte gut sein. Man hört ihn jetzt aber auch gerade nicht wirklich. Nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Wir wissen zumindest, dass man sich nicht im Klo verstecken kann. Das ist das, was ich jetzt herausgefunden habe. Dadurch. Kein Schimmer, ey. Verdammte Scheiße, ey. Ich hasse diese Versteckkacke, weil es halt einfach auch so viel Zeit frisst. Und vor allem werden wir hier von einem Kerl jetzt aufgehalten. Die ganze Zeit sind wir hinter drei, vier Leuten sind wir weggerannt. Es ist hier ein Wichser, der uns zeigt, wo es lang geht. Der uns zu acht Finger-Jaw gemacht hat. Der schreit ja jetzt wieder. Was will der verstecken, weil er jetzt anfängt? Die sind alle schreien, ey. Wie die Bekloppten. Da ist er doch schon. Okay. Ja, ja, guck du mal wieder unter den falschen Betten. Ist schon logisch. Wie er halt einfach auch jedes Mal vor dem Bett entlang latschen muss, ne? Der Wichser. Hey, nobody likes a quitter. Ich denke, ich werde nochmal da reingehen und gucken bei den Toiletten, um sicher zu sein, ob da jetzt was ist oder nicht. So, da war ja nicht wirklich was. Hold up there, buddy!
Aber die kümmern noch auf. Das ist eigentlich hier wirklich was, okay. Okay, wir wissen, dass da jetzt nichts ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich draußen irgendwo entlang gehen und durch die Gänge da mit den Patienten irgendwie versuchen, ihn so abzulenken, dass wir da draußen irgendwo hin können. Zumindest ist das meine Vermutung. Richtig weit gekommen sind wir jetzt in dieser Episode nicht. Da machen trotzdem einen Cut an der Stelle. Speichern wir und gucken mal, was uns als nächstes erwartet. Speichern. Ist ein bisschen krass, der Abschnitt, finde ich. Aber was soll's. Ja, speichern wir mal hier drüber. Ja, danke. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.